Willkommen zurück zum Landwirtschaftssimulator 2013 auf der OGF, nee, nicht OGF Bayern. Da bin ich jetzt gerade ein bisschen verkehrt auf der Obertalbach Map. Hier ist wieder Fabi. Den ersten Versprecher gleich mal in der Begrüßung, ist doch immer gut. Aber das ist auch kompliziert, wenn man zwei LS-Projekte am Laufen hat und beide Maps mit O anfangen, dann kommt man doch mal schnell irgendwie mal durcheinander. Ohne dass man es wirklich will. So, wir setzen hier gerade den Mähdrescher mal um, damit es hier gleich nahtlos weitergeht. Und der hängt am Baum. Der kleine Steier. Das muss natürlich nicht sein, dass der hier am Baum festhängt und hier dann die ganze Zeit Geld verbraucht, weil der Helfer kostet ja auch Geld, solange er am Baum hängt. So. Mach mal weiter hier. Wir fahren hier weiter unser Stroh ein. Was macht denn der da oben? Warum arbeitet der nicht? Wieso arbeitet der Mähdrescher nicht? Den habe ich doch gerade gestartet, oder? Alles eine Scheiße. Warum fährt der nicht? Ich habe doch den Helfer gestartet. Oder muss ich den erst abtanken? Muss man gleich mal nachgucken. Ausgemacht. Jetzt fängt er an zu arbeiten. Das war jetzt auch irgendwie buggy. Fast nicht um die Kurve gekommen. So. Es wird Zeit, dass wir hier den Roggen doch wegkriegen, denn der zieht halt echt meine Frames zu sehr runter. Ihr merkt es im Video gar nicht so sehr. Für euch kommt das normal vor, aber ich merke es hier gerade beim Spielen doch extrem, dass meine Frames nicht so hoch sind, wie sie normal sein sollten. So, wir fahren wieder aufwärts. Jetzt braucht er mal kurz ein bisschen mehr Dampf. Wie gesagt, wir brauchen das Stroh. So, der Mähdrescher ist voll. Da müssen wir dann mal unseren anderen Fendt holen. Ich möchte nur mal kurz gucken, was der hier macht. Der ist fertig. Okay. Wie sieht das jetzt alles aus? Ist das irgendwie durch den neuen Patch gekommen oder sowas? Das ist Gerste, würde ich mal behaupten. So der stilisierten Grafik nach. Wieso fährt er nicht? Weil da immer noch der Helfer drauf saß. Aber dieses Feld ist fertig. So, na gut, das ist echt die niedrigste Motorisierung, was man wirklich vor diese Sämaschine davor hängen sollte. Viel weniger geht gar nicht mehr. Jetzt hoffe ich, dass das reicht und dass das wirklich Gerste ist, was ich da gerade sehe. Irgendwie sät der gerade gar nichts, oder?
Okay, das ist Gerste. Das ist die normale Standardgerste. Die will ich sehen. Gut. Geht doch. Wo war jetzt der Fendt? Den hier braucht man. Tür zu. Motor an. Wo ist der Motor? Wo ist die Zündung? Da. Oh, wackelt das gerade. Und eigentlich braucht dieser Traktor auch mal einen Kercher. So, jetzt tankt man den mal schnell ab. Bis der leer ist. Das Abtanken könnte wirklich ein bisschen schneller gehen. Ja gut, aber man muss auch bedenken, das sind ja schon irgendwie 90 Liter pro Sekunde oder irgendwas. Das ist also schon ordentlich. Er ist ja auch gleich leer. Also ja gut, man muss bedenken, dass in diesem Mähdrescher jetzt ein bisschen mehr reingeht auch. Ich glaube, da gehen jetzt genau 1500 Liter rein. Das ist ja ein bisschen mehr, als in den alten reinging, den ich vorher hatte. In diesem Glas Dominator, den wir vorher hatten. Jetzt haben wir ja hier ein Glas Mega. Wir machen mal weiter mit dem Stroh. Gar nicht so leicht, hier die Schwarz zu sehen bei der Textur. Außerdem ist gleich unser Ladewagen schon wieder voll. Vielleicht sollten wir uns dann doch irgendwann mal, aber auf der Map lohnt sich das eigentlich gar nicht, eine Ballenpresse und einen Autostack holen. So, wir fahren mal zum Hof und leeren das Teil aus. Wir gucken mal wieder ein bisschen von außen. Ich bin jetzt ziemlich viel in der Innenperspektive gefahren. Der sät schön brav, der kleine Steier, den wir gekauft haben. Ah, der hat keine Hufe. Alles wieder ins Futtermischwerk kippen. Aber hier drin ist es halt wesentlich leiser. Das ist halt der Vorteil. So, den kippen wir jetzt dann wieder ins Futtermischwerk rein. Dessen Mischbehälter voll ist. Gar nicht so leicht, den rückwärts zu rangieren, weil man halt nichts sieht und die Außenspiegel in dem Spiel nicht funktionieren. So, jetzt ist das Stroh, der Strohtank voll vom Mischwerk. Also ich denke mal, so ein paar Folgen wird es jetzt hier von dieser Map noch geben.
Je nachdem, wie lange wir halt brauchen, um ans Geld zu kommen. Das muss man eben mal sehen. Aber ich denke nicht, dass es noch viel mehr als 10 Folgen geben wird jetzt von dieser Map. So, jetzt kippen wir den Rest hier in den Strohbunker. Du blöder Hahn, ey. Sei endlich still. Der sät noch. Er kann dann gleich auf dem Feld hier weitermachen, wenn er das andere da hat. So, der Mähdrescher ist schon wieder bei 55%. Naja. Jetzt mit den etwas größeren Maschinen haben wir dann doch schon wesentlich mehr Schlagkraft, was unseren Hof hier angeht. Das ist auch relativ wichtig, weil sonst kommen wir ja nie vorwärts. Wenn wir jetzt alles wirklich mit diesen kleinen historischen Maschinen gemacht hätten, dann wären wir ja wirklich nie irgendwie vorwärts gekommen. Und so haben wir trotzdem noch historische Maschinen, also historisch in Anführungszeichen. Das sind ja schon eher Youngtimer, also zumindest der Mega und dieser Fendt hier. Ich meine, der wäre ja jetzt auch in der Realität schon über 20 Jahre alt. Kam ja 1992 raus, das Modell. Wir fahren gegen den Baum, bremst. So. Um den Baum würde ich ganz gern drumherum fahren. Der Mähdrescher ist dann auch gleich schon wieder voll. Aber wir brauchen definitiv mehr Kohle. Einfach zu wenig Geld. Wir sind jetzt bei 5.600 Euro. Nachdem ich den Steyr da noch gekauft habe, der jetzt übrigens steht. Den müssen wir noch schnell aufs andere Feld setzen. Wechseln wir mal auf den Steyr. Hoppala, was hat der denn gemacht? Eine Vollbremsung hingelegt. Also wir sehen jetzt hier mal alles mit Gerste. Denn dafür gibt es eher eine Nachfrage. Und Roggen haben wir ja jetzt dann schon mal genug. Und da haben wir immer noch einen Anbauzyklus. Wenn wir jetzt mit der Gerste fertig sind, wo wir nochmal Roggen anbauen können, bevor es für Roggen die große Nachfrage gibt,
Der hat jetzt gerade echt Probleme, die Sämaschine hier rückwärts den Berg hochzustoßen. Das ist halt dieser kleine Steier. Der kriegt da seine liebe Not in dem Moment. Aber es geht schon. So, jetzt müssen wir hier auf den hier und müssen den Mähdrescher abtanken. Hier drüben steht er. Zielen. So. Dann tankt man den nochmal ab. Und ich werde mich schon mal von euch verabschieden. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Und nächste Folge machen wir dann wieder weiter mit unserer Ernte. Ich hoffe mal, dass wir da jetzt zügig durchkommen. Also, ciao, bis zum nächsten Mal, sagt Fabi.